Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, der Niederrhein ist in Gefahr, vom Grundwasser geflutet zu werden. Kommt das auf uns zu, wenn der erweiterte Salzbergbau kommt? Stehen wir dann auch mit unseren Füßen im Grundwasser, insbesondere in Bord? Die Frage darf man stellen, wo man doch vom Bergbaubetreiber unter Lineck schriftlich hat, dass die Grundwasserregulierung technisch beherrschbar ist und kein Problem darstellt. Man fragt sich, warum laufen dann in Menzeln und Umgebung die Keller voll mit Grundwasser, wenn alles technisch beherrschbar ist? Ist das die Zukunft in Bord, Wallach und Ossenberg, die wir vielleicht noch erleben, aber sicherlich unser Nachkommen hinterlassen werden? Ein tolles Erbe, auf das wohl jeder gerne verzichten würde. Denken Sie mal darüber nach. Nicht morgen, sondern heute und nicht, wenn es zu spät ist. Sind das die ersten Vorboten, die man im folgenden Film sieht? Handeln Sie jetzt. Mit unserer Drohne sind wir heute in Bord unterwegs. Wir fliegen über einen idyllischen See. Dieser See ist kein natürlicher See, sondern es sind überflutete Felder und Wiesen, die durch den unterirdischen Salzabbau an manchen Stellen mehrere Meter unter Wasser stehen. Diese riesige Fläche wurde vom Grundwasser geflutet. Der Grundwasserhorizont senkt sich nicht bei den Bergsenkungen, sondern erreicht die Erdoberfläche. Im Wasser erscheint nun eine umzäunte Fläche. Ein Baum, ein dickes Rohr mit mehreren Pflanzen versehen, werden im Wasser sichtbar. Es ist nicht schwer zu erraten. In der Umzäunung hier ragt die Gasverteilerstation von ThyssenKrupp völlig vom Wasser umschlossen aus dem Grundwasser. Die Lineck sollte doch dafür sorgen, dass dies nicht geschieht. Und wir sehen Rohre und gelbe Anzeigenschilder, die auf unterirdische Leitungen hinweisen. Sie ragen aus dem Wasser. Man kann sich schwer vorstellen, dass die Grundwasserregulierung noch funktioniert. Oder die Lineck ist machtlos gegen das eindringende Grundwasser, das bis zum Hesperfeld diesen idyllischen, anmutenden See gebildet hat. Nun ja, Glaube versetzt Berge. Doch die Aufgabe der Lineck ist es, diese Folgen des Bergbaus zu verhindern. Der Salzbergbau betont immer wieder, die Lineck hat gesagt, mit der Grundwasserregulierung gibt es keine technischen Probleme. Alles ist technisch beherrschbar. Dass das augenscheinlich der Lineck nicht immer gelingt, hat sich in Menzeln gezeigt, wo die Keller der Häuser einige Monate unter Wasser gestanden haben. Nun fragen sich die Bürger in Bord, was wird geschehen, wenn der Salzbergbau erweitert wird und die bebaute Fläche in Bord bis zu 5 Meter vom Bergbau tiefer gelegt wird.